Hallo? Test, hallo, 1, 2. Schönen guten Morgen aus dem Wald und ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen und hattet wenig Stress mit euren Hunden, beziehungsweise eure Hunde hatten weniger Stress aufgrund des Böllerverbots. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie das bei euch so war. Bei uns war es tatsächlich wesentlich weniger. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als wenn so ein paar Leute ihre Böller gehortet hatten und aus dem letzten Jahr oder wo auch immer die herkamen. Und dann um Punkt 12 wurden die abgefeuert und nach 10 Minuten war dann auch wieder Ruhe. In den vergangenen Jahren war es aber eigentlich immer so, dass tatsächlich ab Verkaufsstart bis 2 Tage nach Silvester hier geböllert wurde. Die Leute auf dem Land haben anscheinend sonst nichts anderes. Also wenn es nach mir ginge, könnten sie den ganzen Böllermist generell abschaffen. Jetzt unabhängig von den Tieren, da hat irgendwie keiner mehr oder weniger von. Gestern habe ich auch noch so einen Bericht gesehen über die Verschmutzung, also der Staub, der dann in der Luft ist, wie schlecht der auch für die Atemwege ist und so weiter. Und von daher wegen mir gerne ein generelles Böllerverbot, aber anderes Thema. Hier im Fenn sind wir heute unterwegs. Da waren wir am 1. Januar auch schon mit Oggi zum Neujahrsspaziergang. Da haben wir hier diese riesen Batterie gefunden, die liegt hier immer noch rum. Also auch das eine ziemliche Umweltverschmutzung und ja, ich bin mal gespannt, wer die wann wegräumt oder ob die überhaupt zeitnah weggeräumt wird. Würde mich wundern. Ja, schreibt mir gerne mal eure Erfahrungen, wie bei euch Silvester war und wie ihr so zu Böllern generell steht, muss das sein oder nicht. Wie gesagt, ich jetzt mal unabhängig von den Hunden, bin ich da noch nie ein wirklicher Fan von gewesen und würde mich eure Meinung auf jeden Fall mal interessieren. So, kleiner Hinweis noch, heute Abend 18 Uhr gibt es wieder ein neues Video auf YouTube, Kanal Waldhelden. Ich mache hier so einen Swipe-Up, dann könnt ihr den direkt finden, wenn euch das interessiert. Es geht um Reiseziele 2021. Wir haben Stadtland-Stellplatz gespielt, ohne zu wissen, was der andere jeweils für eine Reiseziele ausgesucht hat. War ganz interessant und wenn ihr da Lust drauf habt, dann schaut auf jeden Fall heute Abend mal rein. So, jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag und bis später.